Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Otto Unzimmer hat heute einen prominenten Gast. Ich freue mich sehr, dass Guido Nienhaus, Geschäftsführer der MDCC, hier in Ottos Wohnzimmer, fast bei sich zu Hause, darf man so sagen? Man darf, ja. Zu Hause Gast ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Nienhaus. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe Sie extra eingeladen, weil ich durch die Stadt gehe und immer wieder irgendwelche Platten auf dem Boden sehe. Und da steht Magdeburg, die App und dann Ihre Firmennamen. Ja. Was passiert da? Was ist das? Also wir haben irgendwann mal die Idee gehabt, die Landeshauptstadt Magdeburg, unsere Stadt, multimedial erlebbar zu machen. Und an diesen Steinen, wir nennen sie Tapsen, besteht einfach die Möglichkeit, mit der dazu passenden App, die Magdeburg-App, sich Filme anzuschauen, die zu diesem Standort passen und das, was man dort sieht, inhaltlich nochmal deutlich erlebbarer macht. Also ist eine Art Augmented Reality? Augmented Reality, genau. Nicht nur das, sondern ist auch für die Touristen und auch für die Magdeburger, entdeckt man neue Sachen, die man vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt? Ein Beispiel, wenn man über den breiten Weg fährt und Leute, die da regelmäßig langfahren und man die plötzlich mal auf die Badende von Heinrich Apel anspricht, habe ich noch nie gesehen. Oder nicht wahrgenommen. Nicht wahrgenommen, aber mit dem schwarzen Stein, mit der orangenen Schrift, da wird nämlich demnächst der Stein verlegt, hat man wahrscheinlich doch nochmal den Anreiz zu sagen, ich schaue mir das mal an. Mal schauen, was das eigentlich ist. Und so versuchen wir halt dem Magdeburger ans Herz zu legen, sich seine Stadt zu erobern, seine Stadt sich anzuschauen. Aber es ist natürlich auch für den Touristen, um vielleicht auch fernab der üblichen Routen sich auch nochmal einige Sachen individuell anzuschauen. Es kann mit Sicherheit keine Stadtführung ersetzen, aber kann sie ergänzen. Mhm. Magdeburg ist die erste Stadt weltweit, die sowas anwendet, also ist doch was Besonderes. Ja. Aber die Frage stellt sich doch ein bisschen anders. Sie sind ein Telekommunikationsunternehmen, Sie haben mit Kabel und mit Fernsehen, mit Telefonie zu tun, aber nicht mit Stadtvermarktung oder mit Tourismusmarketing. Warum machen Sie das? Warum macht MDCC so eine wichtige Ergänzung, wie ich finde, für die Stadt letztendlich? Ja, ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, die neuen Entwicklungen, die neuen Möglichkeiten, die einfach da sind, auch unseren Magdeburger Bürgern und möglicherweise auch weltweit als erstes nahezubringen. Weil wenn Angela Merkel beim Internet über die neuen Welten spricht, dann hat sie recht. Weil das, was über das Internet zukünftig noch möglich sein wird, das wissen wir alle noch nicht und ist ein Teil davon. Das Thema Augmented Reality oder aber auch diese Brillen, diese virtuellen Weltenbrillen, ja, sind der nächste Schritt. Aber damit hört es nicht auf. Und wir als Unternehmen, was mit Telekommunikation agiert, glauben halt auch, dass es auch unsere Aufgabe ist, diesen Trend live mitzugestalten und aktiv mitzugestalten und auch den Magdeburgern näher zu bringen. Weil WLAN ist toll. Und wenn wir unsere Otto-Hotspots hier in der Stadt haben, ist es auch schön. Dazu kommen wir auch noch. Aber wofür brauche ich die? Also um meine Mails abzuschicken, um meine WhatsApp zu schicken, dafür habe ich meinen Mobilfunktarif. Aber wenn ich so ein WLAN habe, kann ich natürlich ganz andere Sachen machen. Aber eigentlich hatten Sie mit der Otto-Hotspots angefangen. Und genau. Auch, ich sehe Ihre Autos im Straßenverkehr, da sind alle mit Otto gebrandet und der schaut scharf oder der telefoniert oder wie auch immer, was alles macht. Sie identifizieren sich sehr mit der Otto-Stadt-Kampagne und natürlich indirekt dann mit der Stadt, oder? Ist ein Teil der Philosophie, oder wie soll ich das verstehen? Das steht schon bei uns im Satzungszweck drin. Das ist unsere Aufgabe ist, Telekommunikationsinfrastruktur für die Stadt Magdeburg, sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskunden schwerpunktmäßig zu errichten und darauf Dienste anzubieten. Und so verstehen wir, und das ist auch unser Selbstverständnis, dass wir eben nicht nur den einfachen Bürger versorgen, sondern auch darüber hinausgehen. Und natürlich, wir sind stolz auf unsere Stadt und sind auch stolz auf Ottos. Also die Otto-Hotspots waren die ersten da, die überhaupt mobile Internet für die normale Bürger dann ermöglicht haben. Es ist mittlerweile überall hier in der Innenstadt präsent und man kann sich einloggen und unkompliziert dann... Und wir bauen das auch weiter aus. Seine E-Mails und WhatsApp-Nachrichten checken. Aber halt natürlich auch seine Stadt entdecken.
Aber darüber hinaus kommt jetzt noch diese Tapsen, sagten Sie. Genau. Tapsen, weil zwei Füßen drauf sind, oder warum heißt das Tapsen? Das hat sich einfach so entwickelt. Irgendwann saßen wir zusammen im Projektteam, es war abends spät, und haben gesagt, wie heißen denn die Dinger einfach? Und hat ihnen jemand Tapsen gesagt, und haben gesagt, ja, das passt. Okay. Sonst nennt man das also von Tieren, die Fußtapsen oder sonst irgendwas, ja. Und wir fanden das sehr passend. Ja, und haben das dann auch tatsächlich auf dem Logo ja dauerhaft verewigt, um zu sagen, hier, das ist dein Standort und da sind die Fußtapsen. Und das hat sich dann nachher für das gesamte Logo in Summe so einfach entwickelt. Wie viele Stellen gibt es mittlerweile in Magdeburg? Also wir haben jetzt gerade hier bei der Universität den 50. Stein verlegt. 50? Und denke mal, also wir haben jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, die Badende, wo dann auch ein neues Konzept dahinter ist. Was ich auch so nicht wusste, ist, dass es viele Menschen gibt, die Paten für ein Kunstwerk sind. Und so ist die Frau Schweidler Patin dieses Kunstwerks, und die stellt es halt auch vor. Was auch nochmal zeigt nach dem Motto, dass es viele Leute gibt, die sich für diese Stadt engagieren, und die sind dann auch im Film und sagen, das ist mein Kunstwerk. Ja? Also ich habe es nicht gemacht, aber ich kümmere mich drum, fahre regelmäßig vorbei und schaue mal, ob alles noch plätschert und alles noch in Ordnung ist. Und ich denke mal, dass wir bis Ende des Jahres so auf jeden Fall 60 plus X haben werden, Stellen in Magdeburg, die dann tatsächlich erlebbar sind. Also zum ersten Mal habe ich in der Leiterstraße gesehen, wo das große Kunstwerk dort ist. Und da war ich plötzlich überrascht, dass der Künstler selber kam und erzählt hat, wie das entstanden ist. Also Sie binden schon die Leute, die dahinter stehen, auch mit ein. Wir wollen eigentlich die Geschichte dahinter erzählen. Also zu dem Kunstwerk kann ich mir jederzeit überall die Informationen abrufen. Also wie viel Kilo ist es schwer oder wie viele Tonnen ist es schwer, muss man beim Frauenbrunnen ja richtig sagen. Ja, wann wurde es gebaut, wie lange wurde es gebaut, wer hat es gebaut. Aber warum der Hund damit drauf musste und warum Jackie, so heißt er nämlich damals, der Hund, der Modell stand, ja, genau so dahin pinkelt, das kann halt nur der Künstler erzählen. Und das finde ich einfach, das sind die spannenden Geschichten. Auch, ne? Auch der authentische, das sind auch einfach die Geschichten, die ich glaube einfach auch es spannend machen. Ja? Welche Resonanz haben Sie? Was sagen die Bürger? Was sagen die Touristen? Wie viele Leute haben sich diese App runtergeladen? Also ich habe es gerade auch gemacht und ich habe es gerade gecheckt. Ja. Wir werden nochmal live nochmal was checken, weil Sie mitgebracht haben. Ja. Aber ich finde es schon sehr, sehr, sehr interessant und sehr, sehr praktisch teilweise auch. Also ich erfahre Sachen, die ich sonst keinen Zugang dazu habe. Also es haben bisher 3.000 haben sich die App runtergeladen, das kann man darüber, die ist kostenfrei. Darüber kann man diskutieren, ob das viel oder wenig ist. Wir finden es für okay, würden uns über mehr freuen, selbstverständlich, aber vielleicht kommt es auch durch diese Sendung nochmal. Interessant ist, dass wenn die Leute wirklich vor diesen Tapsen stehen, die sehen zwar App, aber die haben so keine Beziehung. Wenn die das dann machen, also wir hatten zum Beispiel mal Besuch aus Frankreich, da kam nur, c'est genial. Ja, sie waren völlig hin und weg, nach dem Motto, das ist ja unfassbar, wie toll das ist. Ist auch die einzige Stadt in der Welt, die sowas ja hat. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir auch Infos kriegen, dass Eltern uns sagen, nach dem Motto, wir nehmen uns am Wochenende immer so 3-4 Tabs mit unseren Kindern vor und fahren dann mit dem Weg dort ab, und so erleben wir unsere Stadt und haben Ziele. Sie sind auch nicht nur in der Innenstadt, muss man betonen, sondern sie sind verteilt überall, in andere Stadtteile auch, dass man auch entdecken kann. Ja. Es gibt jetzt ein Spiel, was sehr in Mode ist, aber ich glaube, Sie sind einen Schritt im Voraus. Also, ja, wir wollen, also ich sag mal so. Sie animieren die Leute, ihre Stadt zu entdecken letztendlich. Genau. Und die gehen einfach und entdecken neue Sachen, die vorher nicht so sichtbar waren. Oder den Hintergrund nicht kannten. Ja, also zum Beispiel, warum wurde die Nord-LB so gebaut, wie sie gebaut ist? Ja, warum sind da die Sichtachsen so gestellt, wie sie gestellt sind? Ja. Das sind einfach Informationen, die ich mit Sicherheit mir auch beschaffen kann. Aber wenn ich weiß, hier ist die Tapse, dann weiß ich, hier kriege ich die wesentlichen Informationen und noch ein, zwei vielleicht spannende Geschichten hinten dran, die ich sonst halt eben nicht erfahren würde. Also und es geht halt schnell. Ich habe im Dom, also vor dem Dom auch gestanden, und ich habe den Domprediger Quast, der eigentlich nicht mehr im Amt ist, aber trotzdem, wie Sie sagten, genauso spannend erzählt und sehr informativ. Also ich habe selber neue Sachen gelernt. Also man kann das nur empfehlen letztendlich. Ja. Und es ist halt auch nicht nur auf die Tapsen in den Gehwegen beschränkt, sondern es geht ja auch auf Plakaten. Ja, also überall, wo man das Tapsen-Logo sieht, kann ich halt mehr Informationen bekommen. Und da versuchen wir das gerade auch zu unterstützen durch solche Postkarten. Darüber sprechen wir gleich, ja. Oder über andere Sachen, neue Kooperationen. Und wir glauben einfach, dass viele Einsatzgebiete
noch gar nicht da sind. Aber wir sind da Vorreiter und wir erleben regelmäßig, dass wir neue Anwendungsgebiete finden, die wir alle spannend finden und die immer dazu führen, dass es einen Mehrwert für den Kunden gibt, ja, für den Betrachter. Sagen wir mal für den Magdeburger, ja, oder für den Touristen. Es steht kein kommerzieller Hintergrund dahinter, sondern sie machen das aus Patriotismus. Kann man so sagen? Ja. Darf man so sagen? Richtig. Letztendlich, sie bezahlen richtig Geld dafür, dass diese Technologie überhaupt existiert, dass sie überhaupt in Anspruch genommen wird. Sie haben aber direkt nichts davon. Also sie verlangen kein Geld von dem Kunden, sie verlangen von niemandem Geld, dass das bezahlt ist, sondern es ist eine Sache, dass sie Magdeburg nach vorne bringen wollen. Und natürlich ist es auch für MDCC imagefördernd, ja, müssen wir auch nicht verhehlen. Ja, aber sie sind ein Technologie, moderne Technologieunternehmen. Sie wollen auch zeigen, dass sie mit der Zeit sind, ja, dass sie auch ein Schrittchen vorausdenken, wie ich schon gesagt habe, erste Stadt weltweit, die sowas anwendet. Wir waren auch mal der erste Anbieter, der Voice-over-IP gemacht hat. Das gab es auch in Deutschland sonst niemand. Der erste, der das tatsächlich zertifiziert bekommen hat, war die MDCC, aber das habe ich mir gesagt, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Endkunde vernünftig telefonieren kann, so wie er hier ein Erlebnis hat. Ja, die Technologie ist Mittel zum Zweck. Und ob man Erster ist oder nicht, Hauptsache es ist auch in Magdeburg. Ja. Das ist für mich immer wichtig. Und Sie haben jetzt einen Schritt weiter gedacht. Sie wollen doch für Magdeburg noch mehr Werbung machen, noch mehr, dass Magdeburg noch mehr wahrgenommen wird. Und Sie haben noch eine Postkarte entwickelt. Ich habe hier so eine. Grüße aus Magdeburg mit einer wunderbaren Sicht mit Dom und Elbe. Und ich weiß es nicht jetzt, ob das funktioniert. Versuchen wir mal einfach. Ich hoffe, die Kamera kann das auch abfangen. Ich habe mir die App hier vorbereitet, MDCC-App. Und wenn wir jetzt hier diese Karte scannen. So, jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das sehen kann. Wir sehen eigentlich eine Postkarte, aber im Hintergrund bewegt sich alles. Es ist ein Film, was man sehen kann. Ja, jetzt. Und man sieht auch, wie toll in Magdeburg ist. Und diese Karte kann man überall verschicken. Magdeburg, die App. Also toll. Ich bin begeistert. Also alle, die den gezeigt haben, die haben gedacht, wie schafft ihr das in Magdeburg, so viel zu machen? Wir würden gerne auch sowas machen. Wir sind natürlich neidisch, dass sie sowas nicht haben, dass jemand im Hintergrund so viel für die Stadt sich einsetzt und weiterdenkt, dass Magdeburg doch Vorreiter ist. Also das ist eine tolle Idee, finde ich, aber das ist nicht nur die einzige. Also Sie haben mehrere Karten, die man dann verschicken kann. Wir werden das auch definitiv weitertreiben, dass wir also auch mit den Partnern, die wir haben. Weil mit verschiedenen Motiven, denke ich mal. Verschiedene Motive. Hier haben wir das Stadion, ich sage es nicht jetzt noch mal. Ja, wo FCM zu Hause ist. Ja, also hier haben wir den Dom und es gibt bestimmt noch mehrere Motive, die... Wir werden in der Zukunft auf jeden Fall, das sind so die ersten beiden die Ideen, die wir hatten, aber wir werden mit Sicherheit mit dem einen oder anderen Partner das auch weiterentwickeln. Ja, damit dementsprechend die Leute diese Postkarte verschicken und damit auch mitteilen, wie toll wir sind und was wir alles machen. Und Sie machen noch viel mehr. Sie haben ein Buch mitgebracht, ja, was jetzt ganz neu auf dem, noch gar nicht präsentiert ist, so offiziell, also in der Sendung hier wieder live und Weltpremiere. Wollen Sie dazu was sagen? Ja, es gibt ein neues Buch von Maddie Host und Uta Linde mit Otto von Gericke durch Magdeburg. Es gibt also dazu eine Serie. Das passt natürlich in Ottos Wohnzimmer. Ne? Mit Sherlock Holmes durch London, mit Störtebeker durch Hamburg. Ja. Davon gibt es schon 20, 30 Bücher. Ja. Maddie Host ist gebürtige Magdeburgerin, hat dann aber lange in Hamburg Reisejournalistin und hat jetzt gesagt, wir machen ein Buch und hat das bei uns vorgestellt und ich habe gesagt, ja, aber nur dann macht das Sinn, wenn tatsächlich auch hier die Tapsen mit drin sind, wo man also zum Beispiel von den beiden Autoren dann tatsächlich auch noch hört, was die so machen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, die Kamera kann das auch sehen, hoffe ich, dass wir eigentlich ein Buch sehen, aber doch einen Film im Hintergrund.
und dass sie so multimedial ein Buch in der Hand halten. Die analog-digitale Verschmelzung. Aber digital dann nochmal ein Film hintergrund ist, mit Ton und Bild. Ja. Also das ist schon erstaunlich, was alles so gibt. Und wo man dann halt tatsächlich auch hier drin... Und der Film läuft jetzt weiter. Der Film läuft weiter, aber man hat hier halt auch noch andere Sehenswürdigkeiten, Motive, ja. Motive, wo man das halt auch machen kann, da wo wir schon die Partner haben dabei mit den Filmen, also vom Dom. Wir haben auch hier ein Bild oder ein Video, was von einer Drohne aufgenommen wurde, was über der Elbe ist und toll. Das hier dementsprechend dann abrufbar ist. Und so gehen wir halt immer wieder weiter in die nächsten Schritte und sagen, wo kann ich diese Technologie, diese App noch weiter anwenden, sodass sie aber immer einen Mehrwert bietet, ja? Und immer eigentlich die digitale Welt einem noch mehr vergegenwärtigt. Ja, wo kann man das Buch erhalten? Kann man auf jeden Fall bei Uta Linde in der Goethestraße, glaube ich, kaufen und auch in der Grünen Zitadelle. Okay, in der Grünen Zitadelle. Und auch schon bei Amazon. Ah ja. Das ist also auch drin. Ich denke mal auch in einem lokalen Buchhandel hier wird genauso... Davon gehe ich aus. Ja. Schön, eine tolle Geschichte. Woher nehmen Sie so viele Ideen? Woher haben Sie so viele Ideen? Wie schaffen Sie das, so viel kreativ zu sein, jeden Tag was Neues und natürlich noch ein Unternehmen zu leiten, was auch nicht wenig Mitarbeiter hat? Sie sind darüber hinaus im Rundfunkrat beim MDR. Genau. Das ist auch nicht wenig Zeit. Das ist für alle drei Länder zuständig, glaube ich. Genau, für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Genau. Sie sind sehr sportaffin, Sie sind bei FCM sehr aktiv, Sie sind auch bei Handball sehr aktiv, Volleyball, Basketball, alles was mit Ball zu tun hat, aber darüber hinaus auch noch viel mehr. Wann schaffen Sie das alles? Und Sie haben noch eine Familie, zwei Kinder, die auch ihren Anspruch haben, ihr Papa auch mal zu sehen. Ja, Gott sei Dank sind die Kinder inzwischen... Und noch ein Hund. Und noch ein Hund, Wilma. Ja, seit neuestem. Das ist das neueste Familienmitglied, Wilma. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hund so bereichernd ist. Das ist also tatsächlich auch mein erster Hund, aber der ist tatsächlich sehr bereichernd und wir haben wieder ein kleines Kind. Ja, die anderen Kinder sind, oder Katharina ist 17, Leo ist 14, die brauchen nicht mehr so viel Betreuung wie früher und dementsprechend hat man auch ein bisschen mehr Möglichkeiten von seiner Freizeit was wegzunehmen. Und ich bin halt ein sehr neugieriger Mensch. Das ist angeboren und ich will immer alles ausprobieren. Ja. Also deswegen solche Sachen wie fühlt sich Vizepräsident beim FCM an, wie fühlt sich MDR Rundfunkrat an. Bin alternierender Vorsitzender im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagentur, sitze also quasi auch im Aufsichtsrat so ein bisschen hier bei der Arbeitsagentur. Alles das probiere ich aus ja. Und finde das alles sehr spannend. Ja, und wenn man neugierig ist, und Kreativität grundsätzlich, glaube ich, auch schon ein bisschen mitgegeben hat, dann passieren gewisse Sachen einfach. Ja? Also das ist ja hat mal jemand gesagt, und ich glaube, das stimmt auch, die Kreativität braucht auch ein bisschen Langeweile. Und wenn man halt so wie ich relativ viel unterwegs ist im Auto und so denken kann, dann kommen halt gewisse Ideen auch einfach hoch. Und wenn man dann am nächsten Morgen in die Firma kommt und sagt, die relevanten Marketinggeschäfte, so um 8 Uhr müssen wir nochmal einen Sondertermin machen, dann sagen die schon immer, um Gottes Willen hat er sich wieder was ausgedacht. Aber das passiert einfach, das kann man auch nicht beeinflussen. Und wie gesagt, ich genieße das auch, diese Kreativität zu haben und die dann auch ausleben zu dürfen. Gelingt auch nicht alles. Ja, wir hatten also auch mal vor, Amazon für Magdeburg zu machen, aber wir waren zu früh. Also wir haben damals noch nicht die ausreichende Anzahl an Händler gefunden, die gesagt haben, okay, wir positionieren uns mit auf diesen Marktplatz. Ja, wir machen einen Marktplatz für Magdeburg, eine Plattform. Virtuelle Marktplatz. Da waren wir zu früh und dann war auch irgendwann die Idee. Und dann haben wir es eingestampft und war gut. Aber deswegen das auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert, und das funktioniert sehr gut, das macht halt viel Spaß. Und daraus ist das auch positiver Stress und gewinnt dann auch positive Energie. Man sieht auch, dass Sie mit viel Leidenschaft dabei sind und Sie selber auch da brennen dafür. Haben Sie noch Freizeit trotzdem? Haben Sie noch ein Hobby für sich alleine, was Sie nur alleine machen? Also ich gehe gerne mit Freunden oder ich treffe mich gerne mit Freunden und ich versuche auch Freundschaften aktiv zu pflegen. Also ich weiß genau, dass man es nicht schafft, mit 50 Leuten Freundschaften zu halten. Deswegen versuche ich das auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren und versuche mit denen dann aber auch das kontinuierlich zu machen. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier gleich die Sendung rum ist, dann werde ich mich ins Auto setzen und 450 Kilometer Richtung Norden fahren, weil wir aus dem Studentenbereich eine Gruppe von 11 Männern haben,
die einmal im Jahr, nee, zweimal im Jahr sich treffen und einmal im Jahr, nämlich im September, auf die Nordseeinsel Jüst fahren. Und ich bin derjenige, der am zweithäufigsten da war. Okay. Weil das mir einfach wichtig ist, ja, tatsächlich auch dann die Sachen zu leben. Ansonsten versuche ich ab und zu Sport zu machen. Ja, im Moment reduziert sich das tatsächlich auf morgendlich 30 Minuten Yoga, die 5 Tibeter. Oh. Ansonsten früher habe ich auch mal aktiv Volleyball gespielt. Ich habe also hier beim SV Block Neustadt in der Stadtliga gespielt. Das ist aber jetzt seit 3 Jahren auch Geschichte. Und ansonsten Familie, Garten, Hund. Aber wenn ich richtig weiß, Sie kommen aus dem Münsterland? Aus dem Münsterland. Sie sind ungefähr vor 20 Jahren nach Magdeburg gekommen? Ja. Und sind Sie jetzt echte Magdeburger, oder? Mit Leib und Seele. Also Sie brennen für diese Stadt. Sie können sich gar nicht vorstellen, woanders zu leben. Das ist die schönste Stadt meines Lebens. Also ich finde, es ist die lebenswerteste Stadt, die ich kenne. Ja, und habe das auch keinen Tag bereut. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Ja? Also das spüren auch meine Mitarbeiter, das spüren meine Freunde, die fast alle Ostdeutsche sind, also gebürtige Ostdeutsche sind. Und da spielt das alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja? Und wir haben halt Spaß miteinander. Und Ihre Kinder sind auch? Die sind hier geboren. Sind auch hier geboren? Sind auch hier geboren und die können das noch nicht so beurteilen, ob es die schönste Stadt ist oder die lebenswerteste Stadt ist. Die haben die Vergleiche noch nicht. Ja. Wenn sie studieren werden, dann vielleicht gehen sie woanders oder bleiben sie auch hier, wer weiß. Zumindest gehen sie nicht nach Halle. Das ist ein gutes Stichwort. Herr Nienhaus, Magdeburg wird sich bewerben als Kulturhauptstadt Europa 2025. Wie denken Sie darüber? Was denken Sie, ist Magdeburg eine Kulturstadt geworden in den letzten 20 Jahren, wo Sie hier sind? Hat Magdeburg überhaupt eine Chance? Also nachdem ich erfahren habe, dass der Bewerberkreis ja nicht Europa ist, sondern dass es immer länderweise weitergeht, glaube ich schon, dass wir eine echte Chance haben. Weil wir sind, und das erlebe ich ja tagtäglich jetzt auch durch die Magdeburg-App, durch die Tapsen umso mehr, was wir alles zu bieten haben und was wir an spannende Informationen haben. Und wir müssen das mehr nach außen kehren. Also ich habe auch mal 2 Jahre in Hannover gearbeitet und haben die immer gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass du da nicht geboren bist. Ja? Also, weil ich glaube, wir sind eine wunderbare Stadt und wir müssen das aber auch nach außen zeigen. Ja? Wir müssen noch mehr Stolz entwickeln auf unsere Stadt. Als ich hier vor 20 Jahren hinkam, war das wahrlich noch nicht so. Das hat sich schon deutlich verbessert. Und ich glaube einfach mit dem Hintergrund, den wir hier haben, mit der Geschichte von Magdeburg, glaube ich schon, dass wir eine gute Chance haben. Und ich wünsche mir das auf jeden Fall und hoffe, mit der App ein Stück dazu beitragen zu können. Ja, digital können wir schon mal weltweit Maßstäbe setzen, genau. Oder? Also da hat noch keine Stadt in der Welt. Stichpunkt Digitalisierung. Es gibt jetzt die Mode, kann man so sagen, darf man so sagen, die Mode. Alle reden jetzt über Stadt 0, 4.0, über Wirtschafts 5.0, über Medizin 6.0. Ja. Was ist da dran? Sie sind so nah dran. Wie kann man das beschreiben? Also ich glaube, Digitalisierung geht uns alle an. Es wird keinen Bereich geben, den es nicht betreffen wird. Also wir haben das gerade im letzten Wochenende auch nochmal mit dem Minister Felkner besprochen, weil ich da im Arbeitgeberverband auch noch im Vorstand bin. Wir hatten da Klausurtagung. Und da sind auch viele aus dem Metall- und Elektrobereich dabei. Das wird die alle treffen. Es wird jeden Teil der Bevölkerung treffen. Das wird das Gesundheitswesen verändern. Es wird auch, die Frage wird sein, gibt es in 20 Jahren noch diese Art von Rechtsanwälten? Mhm. Und wer da nicht mitgeht, bleibt hinten dran. Und es wird zwingend passieren. Also es trauert auch keiner den Videotheken hinterher. Definitiv nicht, nein. Ja, außer den Videothekbesitzern. Ja. Die fanden die Digitalisierung nicht besonders schick. Und dass alles gestreamt werden kann, dass ich eben keine Kassette mehr brauche und dass sich alles auf Abruf überall verfügbar ist. Und das wird in vielen Bereichen so sein. Und wo das genau hingeht, ist tatsächlich offen. Aber Industrie 4.0 ist schon da. Die Frage ist nur, wie weit geht es und in welcher Geschwindigkeit? Und ich muss alle meine nachgelagerten Prozesse anpassen. 3D-Drucker, das Thema Logistik. Alles das wird komplett nochmal revolutioniert. Selbstfahrende Autos werden kommen. Also wir beide werden das auf jeden Fall erleben, ja? Dass wir uns in ein Auto setzen und sagen, wo wir hinwollen und dann auch ankommen, ohne dass wir einmal einen Lenker in der Hand hatten. Leider noch nicht beamen. Leider noch nicht beamen. Ich weiß, dass Sie ein großer Fan sind von Star Trek Enterprise. Raumschiff Enterprise, ja, genau. Ja, meine ich jetzt. Ja. Und
Sie haben mal gesagt, alles, was die damals gesagt haben mit Handys, mit Scannen, mit Beam, wird irgendwann Zukunft werden. Und da ist es mittlerweile Realität geworden, aber Beam noch nicht. Beam noch nicht, leider. aber Sie können noch dran arbeiten. Also wenn ich da eine reelle Chance für mich sehen würde, würde ich sogar tun. Aber dafür reichen meine Fähigkeiten dann doch nicht. Ja. Aber das hat auch ein bisschen von Pioniergeist zu tun, ein bisschen vorausschauend zu denken, auch wenn teilweise Utopie war damals, als wir diese Filme geguckt haben, aber mittlerweile ist Realität, dass man mit einem Smartphone alles sehen kann. Communicator und sonst irgendwas, ja, das ist ja alles da. Und die surreale Welt, dass man sich irgendwo in einen Raum gehen kann und ganz neue Welten da entdecken kann, ist heutzutage auch möglich. Da sind wir auch am Anfang mit den Brillen, ja, und irgendwann diese Holodecks. Ja. Absolut, aber es ist möglich teilweise. Ja. Und das wird auch passieren. Einige sagen ja tatsächlich, dass sich Industrien tatsächlich an diesen Filmen ausrichten. Ja? Und wir müssen dahin, weil damit werden wir Erfolg haben. Ja? Weil das kennen die Leute zumindest schon mal. Das ist ein hochspannendes Thema mit all seinen Facetten. Und wie unser Leben in 20 Jahren sein wird, wenn man jetzt sieht, dass Amazon da die neue Box rausbringt mit Echo, wo man dann immer mit Alexa spricht. Ja? Genau. Das ist halt das, was Captain Kirk oder später Jean-Luc Picard tatsächlich immer mit Computer, was das und das und das, das fängt jetzt an. Das ist richtig. Ja, mit all den negativen Effekten auch. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, dass hier die Box ist und alles das, was wir jetzt sprechen, in Amerika aufgezeichnet wird, ja, da frage ich mich das schon, wie sinnvoll das ist und ob das auch vernünftig ist. Aber aufhalten können wir es auch nicht so richtig. Das ist richtig. Zu sagen nach dem Motto, weil zu sagen, Alexa Licht an, Alexa Licht aus und ich bleibe liegen, ist auch schon schick. Ja, und ich brauche nicht mehr aufstehen oder die Temperatur, setz mal 2 Grad runter oder mach die Rollen runter und sonst irgendwas und die auch noch alles fragen zu können. Ja, oder zu sagen, setz das auf meine Einkaufsliste und wenn ich dann bei Edeka, Rewe bin und sonst irgendwas und sage, hatte mal meine Einkaufsliste und die steht dann plötzlich auf meinem Smartphone, das ist schon nett. Wie gut ist das für Leute, die sich vielleicht nicht bewegen können oder nicht mobil sind oder für Leute, die älter sind und da ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ja. Ist Magdeburg digital genug? Ich weiß, Sie werden sagen, man ist nie digital genug, aber ist Magdeburg vielleicht anders formuliert? Ist Magdeburg gut ausgerüstet für die Zukunft? Also sag mal so, also was die reine Bandbreite angeht, die man dafür braucht, die ist da. Also und da hat die MDCC auch einen wesentlichen Anteil. Wir werden also bis, denke ich mal, März nächsten Jahres knapp 95.000 Haushalte hier so versorgt haben, so angeschlossen haben, dass die technisch gesehen alle mit 400 Megabit surfen könnten. Wir haben aber noch kein Produkt für 400 Megabit, sondern bei uns hört das Produkt momentan bei 240 Megabit auf. Aber 95.000 Haushalte mit 240 Megabit, dass sie so surfen können, das sollte tatsächlich auch für die Zukunft reichen, insbesondere wenn man weiß, dass 400 Megabit da noch hinten dran hängen. Und die Entwicklung geht weiter. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass die Stadt darauf vom Grundsatz her gut vorbereitet ist. Viele Unternehmen haben inzwischen auch einen Glasfaseranschluss, sodass also dort die Basis gelegt ist. Aber was nützt es mir, wenn ich den schnellen Anschluss im Keller habe? Ich muss auch noch irgendwie sehen, dass ich hochkomme. Ja? Ich muss auch noch die entsprechende Verkabelung im Haus verlegen. Lieber Herr Lienhaus, ich habe mal gehört, Sie würden gerne mit Stefan Raab essen gehen. Ja. Warum? Also nicht des Essens wegen, sondern weil ich das Konzept von Stefan Raab einfach sehr beachtlich finde. Okay. Weil ich glaube, der hatte auch eine klare Strategie. Er sagt, ich mache verschiedene Konzepte und ich arbeite so lange, bis ich so und so viel Geld habe und dann höre ich auf. Und dann kümmere ich mich komplett um meine Familie, die er auch konsequent aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat und führt dann und genießt dann sein Leben und braucht keine Öffentlichkeit. Und die Kreativität von ihm fand ich einfach faszinierend, diese Ideen, Wok-WM zu haben, Turmspringen zu haben, Rabigramme zu schreiben oder zu dichten, finde ich einfach super. Und gleichzeitig aber so konsequent zu sein und zu sagen, bis dahin, dann ist gut. Und das finde ich einfach beachtlich. Aber Sie würden für ihn auch kochen vielleicht, wenn Sie mit ihm essen gehen. Ich habe für Sie ein Kochbuch mitgebracht. Es ist noch nicht so weit entwickelt, wie Sie es haben, aber trotzdem für dieses Kochbuch auch ein bisschen multimedial mit einem QR-Code, was man auch die Videos nochmal sehen kann. Wir kochen 3-mal im Jahr im Opernhaus und vielleicht finden Sie dort ein Rezept, wo Sie vielleicht für Sie oder für Ihre Familie oder mit Ihrer Familie zusammen kochen können. Ich danke Ihnen fürs Kommen.
Wir haben ganz viele Ideen mitgenommen heute und wir haben gehört, dass Magdeburg wie immer weltweit führend ist. Haben Sie ein ganz schweres Problem, habe ich ein echtes Problem, ja. Ja. Weil meine Kinder haben jetzt schon ihren Weihnachtswunsch geäußert. Ja. Sie möchten, dass Papa einmal kocht. Oh, dann finden Sie bestimmt hier ein Rezept. Weil das gab es noch nicht. Ja, es gibt ein Rezept bestimmt, sonst wir beraten uns nochmal. Es geht nur darum, dass ich überhaupt mal koche. Ja, das ist doch gut. Und das werde ich dann zum Anlass nehmen und werde dann mir hier ein passendes Rezept raussuchen. Ich denke mal, da werden Sie fündig sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir haben gehört, Magdeburg ist digital, aber es ist noch viel Potenzial da. Und falls Sie noch nicht gemacht haben, die Tapsen zu entdecken, machen Sie es. Es ist wirklich faszinierend und es lohnt sich. Danke fürs Zuschauen, danke Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.